Hallo, liebe Deutschlernende. Heute reden wir über eine sehr interessante Redewendung. Diese Redewendung lautet über seinen eigenen Schatten springen. Ja, über seinen eigenen Schatten springen. Ja, das ist der Schatten. Ja, das ist ein Schatten hier hinter. Ja, ja, stell dir vor, du stehst in der Sonne und hier ist die Sonne, ja, und hier unten ist dein Schatten. Kannst du dann über deinen Schatten springen? Ja, springst. Du wirst es niemals schaffen, weil die Lichtgeschwindigkeit unheimlich schnell ist. Ja. Lichtgeschwindigkeit ist sehr, sehr schnell. 300.000 Meter pro Sekunde, wenn ich mich richtig erinnere, vom Physikunterricht. Und ja, man kann nicht über seinen eigenen Schatten springen. Und was meint dann ein Deutscher, wenn er sagt, ich muss dafür über meinen eigenen Schatten springen? Nun, man benutzt diese Redewendung, wenn man etwas tut, von dem man geglaubt hat, dass man es nie tun würde oder nie schaffen könnte. Ja? Hey, hast du dich schon entschuldigt dafür, dass du, dass du unhöflich warst zu deinem Erzfeind? Und sagt der andere, ich will mich eigentlich nicht dafür entschuldigen, ja. Aber ich glaube, da muss ich über meinen eigenen Schatten springen. Ja. Ich bin gezwungen, das zu tun. Ja. Oder ich bin gezwungen, mich selber zu verbessern. Ja. Ich muss etwas tun, von dem ich dachte, ich würde es niemals tun. Ja. Ich muss mich selber überwinden. Ja. Das ist auch derselbe Gedanke. Ja. Über den eigenen Schatten springen. Und sich selber überwinden, ja, man überwindet sich, man wird besser, als man vorher war, ja. Wenn ich zwei Personen wäre, ja, ich bin hier und gleichzeitig bin ich hier, dann könnte ich über meinen eigenen Schatten springen. Und da ich aber nur eine Person bin, geht das nicht, ja, aber wenn ich mich selbst überwinden könnte, wenn ich ein anderer Mensch werden könnte, dann könnte ich über meinen eigenen Schatten springen. Und deswegen benutzt man diese Redewendung in genau diesem Sinne, ja, dass man ein besserer Mensch wird oder dass man etwas tut, von dem man geglaubt hat, dass man es nie tun würde oder von dem man geglaubt hat, dass es unmöglich für einen selbst ist. Ja? Also, springe ab und zu mal über deinen eigenen Schatten. Überwinde dich, werde ein besserer Mensch. Ja? Und ja, du wirst viel Erfolg haben im Leben. Ja? Also, das war die Redewendung über den eigenen Schatten springen. Ich hoffe, du hast etwas gelernt und wenn dir meine Videos gefallen, dann besuche doch mal authenticgermanlearning.com/spenden. Ja, vielen Dank im Voraus und wir sehen uns morgen. Tschüss!